alle zusammen. Wir machen ja einen leckeren, cremigen, einfachen, schnellen Mascarpone-Kuchen. Und zwar, das Video habe ich schon mal gemacht. Und ich wollte noch dazu sagen, dass man den Kuchen, so wie ich, ohne Boden machen kann, aber auch mit Boden. Ich werde beides reinschreiben, also auch die Mengen für den Boden. Und dann kann jeder das individuell für sich entscheiden. Was da jetzt nur zu beachten ist, ich habe ja meine 18er Springform genommen. Wenn ihr das genauso macht wie ich, dann könnt ihr da einfach 3 Eier in die Masse geben. Solltet ihr einen Boden mitmachen, dann könnt ihr einfach ein Ei verquirlen und gebt einfach die eine Hälfte von dem verquirlten Ei in den Boden. Das habe ich aber auch so in die Infobox geschrieben. Und dann habt ihr 2,5 Eier für die Masse, Mascarpone-Masse sozusagen. Also entweder halt 3 Eier oder halt 2,5 und ein halbes Ei für den Boden, genau. Und ja, dann würde ich einfach sagen, fangen wir mal an. Zu unseren Eiern kommt jetzt erstmal der Quark. Dann geht es weiter mit Mascarpone. Die Mengen stehen ja unter dem Video in der Infobox. Dann geben wir etwas Zitronensaft dazu. Dann Vanillezucker. Und natürlich auch noch normalen Zucker, den brauchen wir auch. Dann geht es gleich weiter mit Stärke. Und dann verrühren wir das Ganze. Allerdings habe ich vergessen, das kommt jetzt aber gleich dazu. Und noch die flüssige Butter, die könnt ihr natürlich gleich mit dazugeben. Ich hatte sie jetzt einfach nur vergessen. Genau, und dann einfach nochmal jetzt verrühren in meinem Fall. Und dann geht das Ganze auch schon in die Springform. Jetzt kommt gleich noch was Besonderes, sage ich jetzt einfach mal. Das geht jetzt erstmal in den Ofen. Der war vorgeheizt für 25 Minuten. Jetzt löse ich den Rand etwas. Dann soll der Kuchen 10 Minuten erstmal so draußen stehen bleiben. Und bei gleicher Temperatur geht er dann wieder in den Ofen für weitere 40 Minuten, damit keine Risse entstehen. Also bei mir hat das jetzt geklappt in dem Falle, also macht es einfach, probiert es einfach für euch auch mal aus. Und so sieht das Ganze aus. Ich kann es noch nicht zu nah ran machen, weil dann irgendwie immer das Ganze so unscharf wird. Richtig cremig. Werde auch auf jeden Fall die 1,5 Päckchen Vanillezucker reinschreiben, wo ich ja dann ein bisschen erhöht habe. Aber richtig cremig. Super lecker. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Außer macht's nach, lasst es euch schmecken. Und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal.